Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau, heute mit einem neuen Video. Und zwar vor allem für die, die rausgehen, ist das hochinteressant, weil jeder von uns jammert immer, oh, mein Rucksack ist so schwer. Und ich zeige euch halt zwei Sachen, die den Rucksackgewicht stark minimieren. Und zwar ist das zum einen Weifut, das kennt ihr ja schon. Hier ist aber kein Weifut drin, wie ihr das, also wie es normal drin ist. Hier ist nur Pulver mit drin. Und das heißt, das Pulver wiegt nur 85 Gramm. Und mit dem ganzen Ding, ich mache also hier Upcycling und zeige euch, was ich damit mache. Das ist eine volle Mahlzeit da drin, wiegt 120 Gramm. Leichter geht es nicht mehr. Und da ich da natürlich nur Wasser dazu brauche, stelle ich meinen neuen Wasserfilter vor. Nein, kein Miniwell, eigentlich das deutsche Original, der Elanwell. Und was es mit dem auf sich hat, was der kann, was der im Unterschied zum Miniwell und zum Sawyer Mini kann und was es mit dieser USB-Pumpe auf sich hat. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Die braucht ja eben 2000 Watt. Also ich habe euch ja schon mal vorgestellt, die Miniwell, das ist jetzt hier die Strohhalmversion. Es gibt dann auch den anderen, den Pumpfilter, den L, das ist der L600 und den L610 und das ist der Elanwell. Wenn man sich die zwei mal anschaut, erkennt man durchaus viele Gemeinsamkeiten. Ich habe euch den schon mal im Vergleich zum Sawyer Mini vorgestellt, weil der Sawyer Mini kann 0,1 Mikron und sonst nichts. Das heißt, der kann die ganzen anderen Sachen, was im Wasser drin hat, nicht. Der kann viel mehr und der kann noch mehr. Und das schauen wir uns als erstes mal an. Vor allem hat der noch eine elektrische Pumpe dabei, die mit der USB Powerbank geht. Was hochinteressant ist. Aber jetzt schauen wir uns zuerst mal, was kann denn in so einem Wasser eigentlich drin sein. Also in so einem Wasser kann, also wenn ich hier irgendwo am Bach stehe, kann natürlich einiges drin sein. Es geht mal um mit organischen Substanzen, tote Tiere, sonst, also Fliegen und sowas kann natürlich mit drin sein. Es können Chemikalien drin sein, es können medizinische Rückstände drin sein, es kann was von der Landwirtschaft drin sein. Es kann also quasi Adel gefahren werden, was sagt man da? Ich glaube Gülle sagt sie im Norddeutschen dazu. Es können Keime mit drin sein, es können Bakterien mit drin sein, es können Protozoen mit drin sein, Viren können mit drin sein, Schwermetalle können zum Beispiel mit drin sein. Und natürlich manchmal schmeckt es einfach auch nicht. Und jetzt müssen wir schauen, welcher Filter kann was. Und dafür nehmen wir mal den Elanwell her. Und den Elanwell hat schon mal den ersten Vorteil gegenüber dem Miniwell, der ist zum Auseinanderschrauben. Der Günni hat sich mal beschwert, weil hier nämlich beim Miniwell ist ja mal, die muss ich so auseinander, ja, sag einmal, so auseinandernehmen und da könnte ja sowas abbrechen. Könnte sein. Ist zwar jetzt nicht so wahrscheinlich, aber mei, wenn es blöd läuft, läuft es blöd. Und der ist zum Auseinanderschrauben, das ist schon mal Punkt 1. Und wenn ich da neige, dann geht es hier unten los mit einem Vorfilter. Der ist wesentlich dicker als beim Miniwell und hat also 2 Mikron. Das heißt, der holt schon mal den groben Dreck raus, ist waschbar und im Inhalt sind quasi 4 von denen dabei. Das heißt, das reicht also doch eine ganze Zeit, vor allem weil ich es wieder auswaschen kann. Dann habe ich hier den Filter. So, jetzt muss ich das mal einschieben. Und bei dem Filter geht es dort unten los. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier unten ist ein Aktivkohlefilter drin. Und ein Aktivkohlefilter, was macht der? Das ist eben schon mal der erste Vorteil zum Sawyer. Der Sawyer hat keinen Vorfilter nicht, da muss ich mal Kaffeepapier dazu nehmen. Und der Sawyer hat natürlich auch keine Aktivkohle. Und was macht der Aktivkohlefilter? Er reduziert, also er filtert nicht zu 100%, aber er reduziert Pestizide, Chlor, Humus, Algen, Bakterien, Viren reduziert er, Medikamentenrückstände, organische Chemie, Huminsäure und er verbessert den Geschmack. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass hier immer ein Aktivkohlefilter immer dabei ist, wenn ihr einen Sawyer Mini habt. Da habe ich euch ein Video gemacht, wenn man sich selber einen Aktivkohlefilter dazu baut. Aber wie gesagt, der Aktivkohlefilter kann eben keine Viren, Bakterien, Protozoen zu 100%. Und deswegen ist hier ein Mikrofilter dabei. Und dieser Mikrofilter ist also Aluminiumoxid und hat 0,01 Mikron. Das heißt, der Sawyer Mini hat 0,1 und Viren gehen ab 0,02 los. Das heißt, der Sawyer Mini kann eigentlich keine Viren filtern. Er kann es reduzieren, aber er kann es nicht filtern. Der filtert alle Viren raus. Er hat sogar noch einen Vorteil. Und zwar, der ist
Der hat statische Aufladungen, das heißt, der filtert sogar eigentlich noch mehr raus. Also der filtert Viren zu 99,99 irgendwas Prozent raus. Ich blende es euch ein, da gibt es einen schönen Test dazu. Und was das Coole ist, der ist offen, das heißt, den kann ich wieder auswaschen, wenn es ist, wenn da Dreck dran wäre. Und kann den dann ungefähr, also das ganze Paket, das hier gibt es auch einzeln zum Kaufen und hält für ungefähr 1000 Liter, je nachdem wie die Qualität von dem Wasser ist, was ihr trinkt. Also das heißt, hier kann ich eigentlich fast alles rausholen. Benzin oder sowas geht nicht, das heißt, aus dem Rhein würde ich trotzdem nicht raustrinken, obwohl der Volker, der mir den übrigens zugeschickt hat, vielen Dank an dieser Stelle, zu mir gesagt hat, er wird mir ein Video zur Verfügung stellen demnächst, wo er aus dem Rhein draus trinkt. Ich bin gespannt. Also das heißt, er vertraut sein Produkt schon mal auf alle Fälle, was schon mal sehr gut ist. Das ist übrigens eine deutsche Firma, möchte ich nur sagen. Ganz wichtiger Punkt. So, den Elanwell gibt es in zwei verschiedenen Ausstattungsstufen. Das hier ist die große. Da ist natürlich der Elanwell-Filter mit dabei. In der kleinen ist eben nur der Filter mit dabei. Es ist dabei ein 0,5 Liter, so eine ganz leichte Falltasche, wo man quasi das Wasser dann rausholt aus dem Bach. Es sind auch Schläuche dabei, sodass ich quasi direkt aus dem Bach raustrinken könnte. Ich habe hier nochmal weitere Vorfilter, drei Stück. Und hier habe ich eine Wasserpumpe. Und zu der Wasserpumpe habe ich nur was Tolles dabei. Nämlich eine Powerbank, wo ich quasi Batterien zur USB-Powerbank hernehmen kann. Was ihr natürlich auch anderweitig gut verwenden könnt. Weil hiermit könnte ich mit normalen Batterien mal mein Handy aufladen. Auch eine interessante Alternative. Und wie gesagt, mit der kann ich habe es getestet, ungefähr pro 0,5 Liter braucht er 1 Minute 15. Also für einen Liter rund 2,20, 2,25, 2,30, dann kann ich das automatisch pumpen. Ich muss also nicht wie beim Miniwell hier pumpen oder ich muss das mit sowas machen. Das ist eben in der kleinen Variante, gibt es die Variante und das ist eben die große Variante. Und da ist eben hier nochmal eine USB-Wasserpumpe dabei. Und die testen wir jetzt einfach mal. Ah ja, was auch noch dabei ist, ganz wichtig, die coole Tasche. Ich muss sagen, die ist natürlich schon ganz cool. Schaut super aus, richtig massiv, stabil. Und hier sogar zum Anhängen draußen für den Rucksack mit Karabiner, ist also top. Es ist natürlich eine Beschreibung noch mit dabei, ganz klar, logisch. Also ich werde jetzt aus diesem Bach trinken, das würde ich normalerweise eher nicht tun, weil dieser Bach kommt teilweise aus dem stehenden Gewässer und ihr seht es auch hier, hier ist Schaum. Aber da dieser Schaum eher bräunlich ist, und die Blasen nicht wirklich die Sonne widerspiegeln, ist das natürlicher Schaum. Das heißt, der kommt hier wahrscheinlich von der Huminsäure und von den vielen Blättern, die da mittlerweile reingefallen haben. Also das ist kein schlechtes Zeichen. Wenn der jetzt mehr glänzend hat und heller wäre, dann wäre es künstlich, dann würde ich das nicht machen. Also auch das sind Sachen, wo man drauf schauen muss. Also ich habe jetzt hier diese kleine Pumpe und die hat hier sogar einen Einschalter. Man sieht also, was da rauskommt. Die funktioniert sehr gut. Dann brauche ich die gerade noch anschließen. Gut, dann schalten wir das Ding mal ein. Und ihr seht, es kommt also sehr schnell raus. Und ich kann mir hier ein schönes Tässchen Wasser machen. Für Kaffee oder für Weihfuttern. Einser, echt geil. Schmeckst du richtig, das Wasser kommt halt nur aus der Natur und schmeckt 10-mal besser als das aus dem Leitungshahn. Toll. Also, erster Test schon mal bestanden. Schauen wir mal, wie es mir in 2 Stunden geht. So, ich habe ja Hunger und ich habe ja gesagt, ich habe das Weifo-Pulver dabei. Da ist also jetzt Alpine Chocolate Pulver mit drin. Jetzt testen wir, ob das auch geht. Normal würde ich es andersrum machen, normal würde ich zuerst das Wasser reinmachen und dann das Pulver. Dann verklebt es nicht ganz so. Aber es geht. So, ich brauche es jetzt ungefähr bis zu der Größe. Ich brauche ungefähr 400 Milliliter. Jawohl, haben wir schon beieinander. Können wir hier ausschalten. Bin ich gespannt. Muss man ja so 10 Sekunden hier, ist ja quasi so. Im normalen Schrecker kann man ja auch mitnehmen, wäre zum Beispiel eine Idee, dann hat man ein Wassergefäß nochmal zusätzlich, wo man auch Wasser rein tun kann.
Ist also von dem her auch eine Möglichkeit, aber ich wollte halt die Dinger wieder hernehmen. Hansi, wasserdicht, also mich spritzt jetzt hier nichts an. Geil. Leid, es ist geil. 85 Gramm dabei und du hast eine vollwertige Mahlzeit. Wie gesagt, ich ernähre mich jetzt seit... Oh, das ist die falsche. Ich habe kein Cold Brew Coffee drin. Gibt es noch nicht als Pulver, kommt bald. Ich habe jetzt Alpine Chocolate mit drin. Von dem ernähre ich mich eigentlich fast jeden Mittag im Büro. Ich habe sogar ein bisschen abgenommen dadurch, kommt mir vor. Also ich finde es echt cool, muss ich sagen. So hast du immer eine Mahlzeit dabei und wiegt so gut wie nichts. Also gerade wer einen zu schweren Rucksack hat, die Kombination ist nicht schlecht. Wobei ich jetzt, wenn es mir ums Gewicht geht, würde jetzt die Pumpe nicht mitnehmen, weil die wiegt natürlich auch nochmal einiges, logischerweise. Sondern dann würde ich den allein mitnehmen, mit der Rolle geht genauso. Muss ich mir jetzt selber anstrengen, aber ich wollte ja die Pumpe ausprobieren und ich muss sagen, Respekt, funktioniert echt gut. Auch das, also top. Muss ich sagen, Freitags Kaufempfehlung, ihr wisst, bei Y-Food 10% Rabatt mit dem Code KIMGAU10. Macht es, ihr unterstützt mich dadurch auch, weil Y-Food sponsert ja auch dieses Video wieder. Und von dem her ist das natürlich eine super Geschichte. Ich sage nochmal vielen Dank an Dani von Y-Food und ich sage auch vielen Dank von Volker, vom Waldvolk. Er macht immer wieder ganz coole Patches, das ist jetzt ein weißer, aber ich habe meine anderen Jacken schon einen von ihm da. Richtig geil. Schaut euch mal den Shop an. Das ist ein kleiner Shop, macht aber ganz coole Sachen für uns da draußen. So Leute, das war's wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich immer ein Like freuen. Denkt dran, 10% Rabatt bei Y-Food oder auch zu Waldvolk habe ich den Link unten Nummer. Ihr unterstützt mir mit beiden Links auch meinen Kanal, würde mich also sehr freuen. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Pfiat euch! So, ich weiß gar nicht, ob man das hier richtig erkennt. Das ist die Lichtung, wo ich immer meine Taschenlampentests mache. Das heißt, da bis dort vorne sind es ungefähr über 100 Meter. Und wie gesagt, es ist eh schwierig mit der Kamera so einen Test zu machen. Aber hier mache ich die dann immer.